Herzlich willkommen zurück zu unserem YouTube-Channel von Alicante Real Estate. Mein Name ist Mike und heute sind wir in La Mata, ein Stadtteil von Torrevieja. Das Besondere an La Mata ist einfach die wunderschöne Strandpromenade, wo man kilometerweit laufen kann. Wir haben eine Menge an Restaurants, wo man lokal essen kann und auch kleine Shops für Souvenirs. Und jetzt sind wir hier im Parque Mar 4 und da gehen wir jetzt mal rein. Kommt mit! Die Urbanisation ist nur ca. 700 Meter vom Strand entfernt und wie man sieht, wirklich eine sehr, sehr gepflegte Gemeinschaft, sauber und es hat auch einen Poolbereich und da bewegen wir uns jetzt hin. Kommt mit! So, wir sind jetzt hier im Poolbereich. Wie man sehen kann, haben wir hier wirklich einen wunderschönen großen Pool mit Grünfläche, wo man sich hinlegen kann und chillen kann. Und was auch gut zu wissen ist, wir haben einen Garagenplatz und auch einen Lagerraum. Und jetzt gehen wir aber erstmal ins Apartment und schauen uns das von innen an. Kommt mit! So, jetzt sind wir hier am Eingang des Apartments. Das Apartment befindet sich im Erdgeschoss. Gleich hier. Wir haben hier den Eingang, ist wirklich alles sehr gepflegt. Für ungefähr 640 Euro Gemeinschaftskosten im Jahr wird hier alles übernommen, von der Parkpflege bis Sauberkeit hier. Und genau hier ist die Tür des Apartments und da gehen wir jetzt rein. Kommt mit. So, jetzt kommen wir in die Wohnung rein. Wenn wir durch den Eingang durchkommen, kommen wir direkt ins Wohnzimmer. Das Wohnzimmer ist wirklich schön geschnitten. Man muss auf jeden Fall, denke ich, neue Möbel reinmachen, aber es ist neu gestrichen und was wirklich gut zu wissen ist, dass wir eine zentrale Klimaanlage haben. Das heißt, wir haben nur einen Generator und durch Schächte wird in jedem Raum kalte Luft reingeblasen. Das ist wirklich vorteilhaft. Gleich hier haben wir die Küche. Wir haben eine halboffene Küche, dass man nicht alleine kochen muss, sondern man kann sich mit seinen Freunden, Familien hier ein bisschen interagieren. Wir haben alle Geräte, wir haben sogar eine Geschirrspülmaschine gleich hier. Das heißt, wem es gefällt, kann es drin lassen. Es ist auf jeden Fall nutzbar. So, jetzt gehen wir weiter einmal auf den Balkon. Der Balkon ist komplett verglast. Ne? Das heißt, im Winter kann man hier sich wirklich schön aufhalten. Man friert nicht, weil es wird ja doch schon ein bisschen kälter zu den Abendstunden hin. Und im Sommer können wir hier alle Fenster öffnen. Das heißt, wir haben auch frische Luft und man kann sich hier wirklich schön aufhalten. Genau, wir haben ein Schlafzimmer und ein Bad. Als erstes gehen wir mal ins Schlafzimmer rein. Kommt mit. Wir haben auf jeden Fall Platz für ein sehr großes Doppelbett. Fernsehanschluss ist auch hier und auch ein Kleiderschrank auf der Seite. Und es ist nicht eng, man kann sich wirklich schön bewegen. Und hier haben wir das Badezimmer. Badezimmer hat den Waschmaschinenanschluss gleich hier. Und wir haben auch eine Dusche, die ist neu gemacht und ein kleines Fenster, dass auch Tageslicht reinkommt. Was nicht ganz üblich ist in Spanien, aber hier haben wir es, ne? Auf dem Balkon befindet sich auch ein kleiner Lagerraum hier, wo man seine Sachen abstellen kann. Ist immer vorteilhaft zu haben. Und gleich hier drüben haben wir wirklich einen schönen Pinienpark, wo man dann in so ungefähr 600 Meter zum Strand laufen kann. Das Apartment kostet 128.000 Euro. Wir haben ein Schlafzimmer, Badezimmer, Wohnzimmer, einmal neue Möbel rein. Dann haben wir hier wirklich in einer sehr schönen Gemeinschaft eine tolle Wohnung für einen Urlaub oder auch für Überwintern. Und wenn ihr Interesse habt, dann vergesst nicht, mich zu kontaktieren, vergesst nicht, uns zu folgen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.